Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 78. Plenarsitzung des Hessischen Landtages. Ich heiße Sie herzlich willkommen, begrüße die Regierung und begrüße unsere Gäste auf der Tribüne. Vor Eintritt in die Tagesordnung mache ich Ihnen folgende Mitteilung. Der Präsident ist verpflichtet, dem Landtag jährlich einen Bericht über die Angemessenheit der Entschädigung zu erstatten. Daher gebe ich Ihnen diesen Bericht am 24. Juli 2016 verteilt worden ist. Zur Kenntnis, der Angemessenheitsbericht wird vom Plenum lediglich entgegengenommen. Über die Frage, was wir machen, entscheidet das Gesetz, was wir beraten werden. Die Tagesordnung vom 6. Juli 2016 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 49 Punkten liegt Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung mit dem Tagesordnungspunkt 41 bis 45 entnehmen können, haben wir wieder 5 Anträge für eine Aktuelle Stunde. Gemäß unserer Geschäftsordnung werden wir sie aufrufen am Donnerstag ab 9 Uhr. Der Innenausschuss tagt heute vor Beginn der Plenarsitzung und hat zu dem Gesetzentwurf mit der Drucksache 19/3373 eine Beschlussempfehlung formuliert. Diese hat die Drucksache 19/3592. Die zweite Lesung dieses Gesetzentwurfs steht schon unter Top 9 auf der Tagesordnung. Interfraktionell wurde Folgendes vereinbart. Die Tagesordnungspunkte 10, 28 bis 30 und 34 werden von der Tagesordnung abgesetzt. Herr Kollege Rudolph. Herr Präsident, Fraktionen und auch der Verwaltung mitgeteilt, der Top 17 bleibt auf der Tagesordnung. Danke, das ist noch nicht mal hier vermerkt, also insofern ist das schon drin. Vielen Dank. Top 11 geht zur abschließenden Beratung in den WKA. Die Tops 13, 15 und 16 gehen zur abschließenden Beratung in den KPA. Der Top 19 geht zur abschließenden Beratung in den SIA. Und der Top 24 geht zur abschließenden Beratung in den Innenausschuss federführend und den Rechtsausschuss beteiligt. Die Fraktion der FDP wünscht, dass der Top 14 abschließend in den WVA geht. Auch dieses ist damit Konsens. Das waren meine Mitteilungen zur Tagesordnung. Gibt es noch weitere Mitteilungen Ihrerseits? Dann stelle ich fest, dass wir eine Tagesordnung haben. Und wenn niemand widerspricht, ist die Tagesordnung genehmigt. Das ist der Fall. Ich darf nur darauf hinweisen, weil ich gefragt worden bin über die Frage heute Abend nach dem Plenum wegen der Busse, die da fahren, zu einem einen parlamentarischen Abend. Dazu bekommen Sie noch eine Information für die, die in Ausschüssen sitzen, nach dem Plenum heute Abend. Wie im LS-Rat vereinbart und der Tagesordnung vermerkt, tagen wir heute bis 19 Uhr. Wir beginnen mit der Fragestunde und dann kommen wir zu Top 2. Meine Damen und Herren, die Auswahl der 7 Persönlichkeiten für das Kunstwerk Himmel über Hessen. Lichtgestalten haben die Schülerinnen und Schüler zweier Leistungskurse Politik und Wirtschaft der Q2-Phase der Freie vom Stein-Schule Frankfurt am Main betroffen. Sie haben hier an einem Seminar im Zentrum der Landespolitik teilgenommen. Wir sehen hinter uns und neben uns Theodor W. Adorno, Johann Wolfgang von Goethe, Elisabeth Selbert, Johann Christian Senckenberg, Anne Frank, Otto Hahn und Max Beckmann. Heute Abend wird unsere Fußballmannschaft des Hessischen Landtags gegen eine Mannschaft von Flüchtlingen in Frankfurt spielen. Die Spende ist für das Offene Haus der Kulturen gedacht. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung, ca. 19 Uhr, ca., wie gesagt, kommen folgende Ausschüsse zusammen. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss in Sitzungsraum 501a, der Rechtspolitische Ausschuss in Sitzungsraum 510w und der Innenausschuss in 301p. Wir haben einem Kollegen zu gratulieren, der in das jugendliche Alter von 60 eingetreten ist. Lieber Dr. Bartel, ganz herzlichen Glückwunsch, alles Gute für Sie, Gottes Segen auch für die nächsten Jahre. Ich kann jetzt noch sagen, willkommen im Club, aber das ist in Ordnung so. Dann habe ich nichts mehr Ihnen amtlich mitzuteilen.